Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Teller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollte ich mal wieder mein Vault aufmachen, diesmal zum zweiten Mal in Dragonflight. Und ja, diesmal ist es ein bisschen extriger, denn wir haben nicht nur den Vault, sondern ich habe auch gleich schon die Weekly-Quest erledigt. Und dafür müssen wir 4 mythische Dungeons laufen, um dementsprechend ein HC-Loot zu kriegen. Da mir gesagt wurde, es ist clever, erst die Kiste hier aufzumachen, weil da kriegt man ja ein Item raus und wenn man den Vault vorher aufmacht und dann zufällig die gleichen Items wählt, wäre es natürlich blöd oder auf demselben Slot. Deswegen machen wir jetzt erst die Kiste und dann öffnen wir den Vault und ich habe auch noch ein paar Punkte, meine Items abzugraden und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie was Krasses zusammenstellen können. Meinen komischen Funken habe ich auch noch nicht ausgegeben, aber da muss ich die Quest noch machen, also da kann ich mir vielleicht auch noch was craften. Jetzt können wir mal gucken, was mein Gearstand aktuell ist. Ich bin jetzt auf 3,97, ne? Ich habe jetzt nicht so sonderlich viele tolle Sachen gekriegt. Ich habe vorher hier das Item bekommen auf 3,89 und was habe ich noch so gekriegt? Naja, ein Trinket habe ich noch gekriegt, aber das weiß ich nicht, ob ich das anlege. Und dann habe ich jetzt hier noch einen Umhang, der ganz nice ist, weil er halt Bistats hat, ne? Aber den müsste ich dann halt upgraden. Dann muss ich mal gucken. Dann letzte Woche war ich noch in Endboss, Rathagas töten, zumindest im NHC ein bisschen rumgeprogressed. Habe einen Kopf gekriegt, also hat sich auch rentiert. Und ich habe mir hier den Hals, oder hatte ich den vorher schon? Bin ich jetzt gar nicht sicher, gecraftet, ne? Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und ich bin letzte Woche jetzt 8 Instanzen gelaufen, dass wir quasi von jedem 2 Stück haben. Und jetzt auch gerade nochmal ein paar 15er und 16er die Woche. Da habe ich jetzt mal angefangen. Ihr seht, die 4 Innis bin ich gelaufen. Die haben wir auch getimed tatsächlich. Das eine auch. Und jetzt habe ich auch über 2K-Score. Genau. Also das ist so jetzt der Ist-Stand. Jetzt gucken wir mal, was wir aus der Kiste raus haben. Also am liebsten hätte ich ja einen Trinket oder oder einen Set-Teil. Sage ich euch ganz ehrlich. Bitte keine Waffe oder sowas. Weil da ist meine, glaube ich, besser. Drückt mir mal die Daumen, dass was Gescheites drin ist. So, Daumen drücken. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Trinket ist. Ob das gut ist. Nehmt eine Elementarhaltung ein, wenn ihr einen Angriff erfolgreich ausweicht oder impariert. Entfesselt ihr auf einen Gegner euren mächtigen Elementarangriff. Oh nee, das hört sich ziemlich scheiße an, ehrlich gesagt. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist irgendein Kack-Tank-Trinket. Ich kann nicht parieren als Drit. Tank und ich kann zwar ausweichen, aber ich glaube, ich habe nicht sonderlich viele Ausweichchancen. Das ist ein ziemlich scheiß Trinket. Oh, ich habe nur 20%. Oder was habe ich im Bären? Oh, 20%. Perfekt. Hätte ich mal lieber DD eingestellt. Okay, also das ist absolut ripped, das Ding. Leider. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir wenigstens aus dem Vault irgendwas Tolles raus. Müsste eigentlich alle 4 Slots haben bei M+. Ich hätte gerne das Set halt gehabt. Was kriege ich denn hier? Ah, einen Hals kannst du knicken. Das ist, glaube ich, der Rücken, den ich bekommen habe. Und das ist einmal Handgelenke. Ah, das ist jetzt irgendwie auch nicht so gut. Also ich sag mal so, den Hals, den will ich nicht haben. Da habe ich mir den guten Craft-Hals geholt, ne? Und der hat hier auch keinen Versa drauf. Die Handgelenke, die wären ein Upgrade, aber die haben halt blöderweise auch keinen Versa drauf. Und der Rücken, der wäre sehr gut eigentlich, aber da habe ich den gleichen Rücken jetzt vorhin gerade gekriegt. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, der ist zwar lower. Ich könnte mal noch eins gucken. Und zwar habe ich mir doch irgendwo das Dings-Gear, vielleicht gibt es auch keine besseren Handgelenke. Ich habe mir irgendwo das Bis-M-Plus-Gear einmal rausgesucht. Jetzt gucke ich mal, ob die Handgelenke da eventuell dabei sind oder ob es überhaupt Handgelenke mit Versa gibt. Es gibt nur welche mit Haste Mastery. Gut, dass ich geguckt habe. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt die Dinger nehme. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, die sind anscheinend die besten, die man aus dem Plus kriegen kann, weil man dementsprechend leider keine mit Versa kriegt, ne? Und der Rücken ist auch das Beste. Das Ding ist, ich habe den Rücken jetzt selber ja schon im Inventar, ne? Ich könnte den Rücken upgraden und die Handgelenke hätte ich dann quasi auch schon. Wäre so eine Sache.
Weil andere kriege ich anscheinend nicht als die. Es gibt verdammt wenig Verse in dem Content. Mhm. Und Trinkets muss ich jetzt mal gucken. Ja, nee. Eine, was ich habe, ist schon ziemlich gut. Das, was ich da aus dem, was ich jetzt da aus dem Ding gezogen habe, ist leider ziemlich scheiße. Also, ich kann es mal testen, ne? Jetzt habe ich es ja sowieso schon, aber das ist, glaube ich, RIP. Gut, dann machen wir das so. Dann nehmen wir jetzt halt hier schweren Herzens. Ja, das ist der komplett gleiche Umhang, ne? Dann nehmen wir jetzt halt hier schweren Herzens die Handgelenke. Dann haben wir da zumindest schon mal ein besseres Item. Und dann gucke ich mal, was ich noch upgraden kann. So. Den Umhang. Gut, ich sag mal so, da habe ich jetzt noch einen besseren an. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Punkte ich da rein investieren kann. Das Problem ist, wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel überhaben, weil ich meine Waffe ja jetzt mit dem 2K-Score auch upgraden kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja gut, die Waffe kostet halt... Das kostet halt nochmal auf 15, kann ich so basteln. Also das kostet mich schon mal 1000. Der Ring kostet mich 250. Kann ich die auch nochmal upgraden? Kostet mich auch 250. Gut, ich glaube die Hose. Jetzt muss ich mal schauen. Hose gab es, glaube ich, eine andere, bessere, ne? Da gab es eine mit Versa Haste, ne? Also die Hose, die ich habe, ist RIP. Aber ich glaube... Ah, ne, warte mal. Das ist aus dem Raid. Da gibt es halt auch... Quatsch, gibt es halt auch keine Hose mit Versa? Ernsthaft? M Plus ist so für ein Sack. Da kriegst halt kein Versa-Gear, ne? Crit Haste. Und das ist auch Crit Haste, ne? Was hab ich hier? Crit Haste... Aber ich glaube, den Gürtel würde ich eher noch anlassen. Schlichtweg, weil der noch einen Sockel extra drauf hat. Der Gürtel kostet mehr zum Upgraden? Das kostet auch noch mehr zum Upgraden. Boah, dann werde ich den Umhang, glaube ich, erstmal noch nicht anlegen, tatsächlich. Also höher kriege ich das jetzt erstmal nicht. Dann grade ich jetzt noch den Gürtel ab. Und dann ist leider wieder Feierabend mit Punkten. Viel mehr geht nicht, aber jetzt sieht es doch schon mal gar nicht schlecht aus. Gut, Set wäre halt ganz cool, wenn ich noch Hose, Brust oder so kriegen würde, ne? Schultern. Einen von den Slots wäre auf jeden Fall Tutti. Und was ich mir wahrscheinlich craften werde, sind wahrscheinlich die Schuhe mit einem speziellen Proc drauf, aber da muss ich dann nochmal gucken. Aber jetzt habe ich zumindest hier schon mal knapp 400 Item Level. Das ist jetzt noch nicht super duper, aber zumindest schon mal ein Anfang. Und ja, damit sind wir dann auch tatsächlich schon durch. Also ich wollte noch auf das M Plus Mount, das wollte ich mir noch angucken. Dann können wir hier auch, wie sucht man das? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Vielleicht für Mythisch Plus Innis? Nee, da ist es nicht drin. Wollte mir nur angucken, wie der Gaul aussieht, aber vielleicht, na gut, wenn ich jetzt Dungeon eingib, dann kommt da auch ein bisschen viel. Obwohl, da, das ist er doch, oder? Wahrscheinlich hätte ich Schlüsselmeister hätte ich eingeben müssen. So, jetzt schauen wir uns das Viech mal an. Sieht halt schon mal verdammt sick aus, muss ich sagen. Eins der coolsten Mounts tatsächlich. Das gibt es dann wahrscheinlich in allen möglichen Farben. So in Rot oder in komplett Schwarz. Hätte schon was. Irgendwie so schwarz mit roten Streifen oder irgendwie sowas. Also so Einschnitte. Aber in Blau ist auch schon mal nice. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich muss mir überlegen, ob ich jetzt noch ein paar Keys mache die Woche. Eigentlich wollte ich nur 4 spielen, aber mal gucken. Jetzt habe ich eh schon 5 erledigt. Vielleicht mache ich dann die 8 doch voll für nächste Woche. Aber das werden wir sehen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.